Herzlich willkommen hier bei businessgadgets.net. Mein Name ist Tillmann und heute präsentiere ich mal wieder ein Beauty-Produkt. Es ist ein Glätteisen aus dem Hause Rowenta mit der Modellbezeichnung SF7420. Neben dieser kryptischen Modellbezeichnung, wie wir hier sehen können, bezeichnet Rowenta das Glätteisen als Respectism 7-7. Was jetzt die Bezeichnung 7-7 bedeutet, das erkläre ich jetzt einmal kurz, denn in dem Glätteisen ist eine optimierte Glätttechnologie verbaut, die es ermöglicht, perfekte Glättergebnisse jeden Tag zu erzielen, ohne dass man sein Haar damit schädigt. Ansonsten verfügt das Glätteisen noch über eine Ionic-Funktion und federnd gelagerte Glättplatten. Ansonsten, die Verpackung ist sehr schön gestaltet. Hier sehen wir einmal das Produkt selber und hier an der Seite sind noch einige technische Funktionen. Man kann die Temperatur zwischen 130 bis 200 Grad einstellen. Innerhalb von 30 Sekunden ist das Glätteisen aufgeheizt und das Kabel lässt sich um 360 Grad drehen. Auf der Rückseite haben wir hier auch noch weitere Produktinformationen. Ich mache jetzt hier einmal die Verpackung auf, dann können wir uns das Glätteisen einmal gemeinsam kurz anschauen. Dazu entnehme ich es jetzt hier einmal aus der Verpackung raus. Dann gucken wir mal, was sich sonst so darin befindet. Einmal den Karton kurz an die Seite gelegt. Zuerst habe ich hier einmal nach der Rowenta International Garantiekarte gegriffen. Hier sind lediglich Kontaktinformationen, wenn man Probleme mit dem Produkt hat, mit den einzelnen Servicecentern, den Garantiebedingungen. Dann haben wir hier einmal die Anleitung zu dem Produkt. Leider kein Büchlein, sondern ein sehr großes DIN A3 Blatt. Finde ich persönlich ziemlich unpraktisch, wenn man sich das erst zurechtfalten muss, um zu sehen, ja, welche Sprache brauche ich denn. So, dann haben wir hier einmal direkt das Glätteisen. Mache jetzt hier einmal die Schutzverpackung weg, dann können wir uns einmal kurz das näher anschauen. Und dann nehme ich hier noch einmal die Schutzkappe aus der Hülle. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob man eine Transporttasche besser findet oder eine solche Schutzkappe. Ich persönlich bin eigentlich bei solchen Sachen Fan von Transporttaschen, weil man da möglicherweise dann auch das Kabel direkt mit integrieren kann. Man muss sich mal vorstellen, manche Nutzerin nimmt das Glätteisen doch mit auf Reisen und dann ja, hat man hier noch ein zusätzliches Kabel im Koffer rumfliegen. Ist ein bisschen unpraktisch. Das so zu lösen, hier wäre eine Tasche vielleicht angebrachter gewesen, wo man alles verstauen kann, aber das ist persönlich Geschmackssache. Hier ist das LCD-Display, wo man seine Temperatur ablesen kann, die man eingestellt hat. Hier kann man die Temperatur regulieren. Hier ist der Einschaltknopf, ansonsten gibt es keine weiteren Knöpfe am Gerät selbst, auch nicht weiter hinten. Das Kabel lässt sich hier, wie gesagt, beliebig drehen. Man hat dann nicht das Gefühl, dass einem das Kabel womöglich im Weg ist. Und man kann mit diesem kleinen Schieber auch noch das Auseinandergehen des Glätteisen blockieren. Wenn man jetzt nicht unbedingt das Ding hier benutzen möchte, dann nutzt man eigentlich den kleinen Schieberegler, packt das Ding weg und das geht jetzt nicht auseinander. So, das soll es an dieser Stelle zum Unboxing des Rowenta SF7420 Glätteisen gewesen sein. Was dieses Glätteisen kann, was es nicht kann, dazu veröffentlichen wir in einigen Wochen einen Testbericht. Ich möchte mich fürs Zuschauen bedanken und würde euch bitten, falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen noch einen Daumen hoch und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann drückt doch einmal bitte auf den Abonnieren-Button.